Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragonray und heute labern wir einfach mal unnütze Scheiße vor uns hin. Fang ich mal an. Ich sag dir einfach mal ein paar Sachen, Dominik. Und ja, das ist wirklich unnütz Wissen, wo keiner eigentlich wissen sollte oder muss. Wie auch immer. Und fang ich mal an. Dominik, hast du schon gewusst, dass Forscher an der Universität Bremen, die haben herausgefunden, dass Krähen bis 7 zählen können. Richtig unnütz. What the fuck? Schweine können nicht in den Himmel schauen. Heidi Klum nennt ihre Brüste Hans und Franz. Woher weißt du das? Woher willst du das wissen, dass Schweine nicht in den Himmel schauen können? Das wurde alles erforscht. Ja, aber nein, komm. Pass mal auf. Schweine, also es geht ja um Schweine können nicht in den Himmel schauen, wegen im Hals schon. Aber theoretischerweise... Schweine wälzen sich ja und theoretisch, wenn sie auf dem Rücken liegen, können sie auch in den Himmel schauen. Also ich will ja nicht wissen, was du so in deiner Freizeit machst. Schweine beobachten, ganz eindeutig. Ich stalke Schweine, ja wirklich, ich stalke den ganzen Tag Schweine, weißt du? Ich beobachte sie mit Fernglas, mach Fotos und hole mir drauf einen runter. Ganz klar. Ach du Scheiße. Okay, nächstes Ding. Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1600 km/h um die eigene Achse. Km/h. Sperma. Sperma enthält... Sperma enthält Zink und Calcium. Also, hilft auch gegen Halsweh. Gell, Dominik, hast du schon herausgefunden. Hab ich gar nicht dabei, geholfen. Du nutzt mir mal. Warte mal. Sobald der Höhenunterschied von Treppenstufen mehr als 2 mm beträgt, stolpern die meisten Menschen. So wie... Oh, da kenne ich jemanden. Vielleicht guckt ihr das Video auch an. Geh, André. Du stolperst jeden Tag in der Schule über Stühle, Tische, Treppe hoch, Treppe runter. Egal wie du läufst. Sogar wenn der Boden ganz glatt ist. Christian. Ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Mir kommt gerade so ein Gedanke, wie hobbylos wir eigentlich gerade sind im Moment. Okay, da frage ich dich mal andersrum. Was meinst du, kann eine Fliege von einem Regentropfen getroffen werden? Jo, auf alle Fälle, sicher. Nee, hier steht was anderes. Eine Fliege kann nicht von einem Regentropfen getroffen werden, dass sie so leicht ist, dass die Luft sie einfach halt wegdrückt vorher. Ja genau, ey, du fakest doch das bestimmt doch, du kleiner Hacker, du. Nein, das ist kein Fake, das ist alles wahr. Ja, du Cheater. Glaubst du mir nicht? Nein. Ich verlinke, das ist so eine App. Das könnt ihr euch im Google Play Store oder auch für iPhone runterladen. Der ist einfach nur unnützes Wissen. Nein, warte. Ich weiß jetzt mal was Besseres. Wir machen jetzt eine Bewertung. Liebe Zuschauer, ich würde jetzt mal sagen, es ist wirklich Zeit für eine Bewertung, für eine Abstimmung. Also ruft eure Freunde auf, sagt es wirklich jedem weiter, er soll sich das Video anschauen und abstimmen. Was findet ihr besser, Android oder Apple? Ah, Android natürlich. Nein, Apple. iPhone ist... Ja, darüber streiten wir uns in einem anderen Video, okay? Nein, das machen wir jetzt gleich, komm. Oh nein, Dominik, jetzt nicht. Anderen Video danach, okay? Okay. Du weißt ja, Eisbären haben ja ein weißes Fell, ne? Ja, ich habe auch schon Albino-Eisbären gesehen. Ja, aber Eisbären haben eine schwarze Haut, ne? Haben sie nicht. Doch, natürlich, hier steht, hast schon gewusst, Eisbären haben zwar ein weißes Fell, aber ihre Haut ist schwarz. Ah ja, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Ja, das... Erzähl mal. Wo sind Eisbären? Eisbären sind am Nordpol, glaube ich. In der Antarktik, Südpol. Südpol. Ja, Südpol, weil da ist es ja ziemlich kalt und da schützt ja das Fell vor der Kälte. Aber wenn die Sonne kommt, dadurch, dass sie ihre Haut schwarz ist, speichern sie die Wärme. Ach was, die frieren doch nicht. Die haben doch Eisbären. Aber weißt du es vielleicht? Kein Forscher hat jemals so lange Eisbären beobachtet. Weißt du, vielleicht sind die voll intelligent. Vergraben sich irgendwie voll im Eis und so und da haben sie voll die geile Bude mit Bong und so. Okay, ja, auf jeden Fall.
Dann schauen sie dann den ganzen Tag so in ihr Teleskop da hinein, weißt du, wenn sie dann forschen, denken sie dann so, rufen sie ihre Kollegen, hey, hey, komm mal her, Mann, Junge, Mann, voll die fette Party hier, kommen wieder Menschen und so. Und dann, wenn sie kurz aus dem Haus rausgehen, gehen die Forscher hin und klauen denen das Gras, oder was? Genau, ja. Also, kennst du Thomas Edison, der hat das Licht erfunden und so, ne? Nö, ist mir nicht bekannt, der Mensch. Was? Der hat doch Okay, sicher auf glaubt jeden sich, Fall ich bin das. ganz behindert. Ich bin noch nicht zurückgebildet. Ja! Okay, da kann ich noch was zu sagen. Thomas Edison hatte Angst im Dunkeln. Deswegen Warte hat er mal. auch die Glühbirne erfunden. Jetzt kommt was Geiles, jetzt kommt was Geiles. Erst im Jahr 1992 strich die Weltgesundheitsbehörde Homosexuelle von der Liste der Krankheiten. Okay. Scheiße. Die erste Bombe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg über Berlin, wo über Berlin abgeworfen wurde, traf einen einzigen Elefanten im Berliner Zoo. Interessant, ja. Da war ich live dabei. Weißt du, mit was, dass die Bombe Auf gefüllt war? jeden Fall. Mit meinen So Fäkalien. alt bist du auch schon. Nein, Okay, wirst du warte nicht so. mal. Ja, ich bin in der Zeit zurückgereist und dann habe ich die Bombe, habe ich den Sprengstoff rausgemacht und habe da reingeschissen und ich habe das auf den Elefanten geworfen. Das war alles voller Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Also, im Horrorklassiker Scream wurden 210 Liter Filmblut vergossen. Wow. Die Wahrscheinlichkeit, sich von einem Knochen, die Wahrscheinlichkeit, ah, Mann! Die Wahrscheinlichkeit, sich einem Knochen bei einem Sprung aus 30 cm Höhe zu brechen, liegt bei exakt 1,479399953. Ja. Interessant. Ja, das ist gerade so informativ. Ich glaube, die Zuschauer schlafen jetzt ein. Ja, nee, Oder holen sich einen runter, so wie weißt du ja, du. ne? Es streiten sich ja immer alle von, ja, Bäume, mehr Bäume, was weiß ich, ist gut und so. Hier steht, wenn die Pflanze keinen Sauerstoff produzieren könnten, würde der Sauerstoff, also wenn die keinen Sauerstoff mehr produzieren können, würde der Sauerstoff auf der Erde noch circa 5000 Jahre reichen, bis alles Leben auf der Erde vernichtet wird. In Brasilien darf eine Frau oben ohne keine Fenster putzen. Was gibt's noch Interessantes? Das Nee, darf auch das keine ist Frau in langweilig. Deutschland. Was ist dann, warte mal, was oder Ja, Erregung in der Öffentlichkeit. was? Genau, ja. Glas ist wissenschaftlich eine Flüssigkeit. Die sind doch behindert, die Warte Wissenschaftler. mal. 1557 kam die erste Frau, vor allem die erste Frau, darauf, auf die Idee, sich die Haare zu färben. Super Mario läuft immer nach rechts. Ach Katzen was. können den Unterschied zwischen süß und salzig nicht schmecken. Nein, nein, warte, nein, nein, das ist falsch. Ich habe da nämlich fast alle Super Mario Teile gezockt. Bei Super Mario, wann, wie heißt es, mit den Brüdern da, für Nintendo DS, Mann, da kannst du auch nach links laufen, also was du Super Mario laberst, ey. Bros. Nein. Genau, ja doch, Super Mario Bros. Doch Nein, sicher das kannst du Bild da nach läuft links. nur in eine Richtung. Das Bild läuft nur in eine Richtung. Du kannst, wenn du auf ganz rechts bist, kannst du zurück bis an den Rand laufen, aber es geht nicht weiter zurück. Okay, liebe Zuschauer, DFW Exzessiv, Nick, unser Super Mario Experte. Ja. Oh, Ja. okay. Ist gerade Livestream oder was? Nein. Ja, ist gerade Aufnahme. Ach Die so, Aufnahme. AK-47 ist das meistgenutzte Sturmgewehr der Welt. Laut einer neuen Studie sollen Frauen, die vor der Schwangerschaft unter enormen Stress leiden, eher Mädchen gebären als Jungen. Die Europä... Das Nee, ist die warte mal, was Strafe gibt's noch? Gottes. Das ist die Strafe Europä... Gottes. Oh. Der Europäische Gerichtshof reklamierte das fehlende Gemeinschaftserlebnis in Pornokinos und verurteilte die Verantwortlichen zur Zahlung der vollen Mehrwertsteuer. Kinos haben die Kultureinrichtung normalerweise einen reduzierten Steuersatz. Okay, Pornokinos, da müssen wir auch mal reingehen.
Okay, Anatopetapipopie ist die Angst vor einer Ente beobachtet zu werden. Pandas sind dauerbekifft durch Enzyme des im Bambus. Das ist auch was Geiles. Oh ja, ich wünsche, Die ich Angst wäre vor langen Panda. Wörtern? Warte mal, die Angst vor langen Wörtern heißt Hippopotomontrosesquipedalipophobie. Du Ja, kannst ich gut kann's gar Deutsch. nicht, ich kann's gar nicht. Du Ja, kannst gut Deutsch, Mensch, du ich schreib's unter das Video, ich schreib's ins Video gleich mit rein, da könnt ihr das gleich mitlesen. Das ist ein echt langes Wort. Ja, Christian fürchtet sich schon. Warte mal, jedes Jahr sterben mehr Menschen durch umfallende Getränkeautomaten als durch Haiattacken. Vor allem zu behindert muss es mal sein. Das erinnert mich an die Folge von Die Simpsons. Da wo der Homer Simpson so dumm ist und sich dann kostenlos Süßigkeiten schnappen will, mit der Hand in den Süßigkeitenautomaten greift, stecken bleibt, neben ihm ist noch ein Süßigkeitenautomat und mit der fasst er in die Arme, also da fährt er mit der anderen Hand hinein, bleibt ja, auch stecken. lässt ihn nicht los. Die meistgelesenen Worte der Welt sind Made in China. Es ist nicht gegen das Gesetz, aus dem Gefängnis auszubrechen. Geil. Ernsthaft? Ja. Ja, wo in Deutschland, In, oder? ja, also steht hier zumindest. In British Columbia, Kanada, ist es verboten, Schneemänner zu töten. Ja, Dominik, keine Schneemänner mehr töten. Hallo, das Einzige, was ich töte, ist Neger, nicht was? Oh, fuck. Dominik, das kommt auf YouTube, ne? Ah, das muss okay. Gleich raus. Das muss raus. Nein, nein, ich dachte, alles nein, Leute, ist. Leute, ich hab nichts gegen Neger, aber ich bin der Meinung, jeder sollte eine ab. Nein, warte noch, einer muss noch raus, einer muss noch raus. Warum haben Neger so weiße Zähne, dass man sie nachts besser überfahren kann? Keine Ahnung, warum? Ja, dass man sie nachts besser überfahren kann. Und warum sind Neger so schwarz? Warum sind Neger so schwarz? Warum? Dass man sie im Winter besser überfahren kann. Oh Mann, wir machen mal so noch ein Witzvideo. Aber eins lese ich noch vor und dann beenden wir. Es gibt nur zwei Städte, in der mehr Türken leben als in Berlin. Das ist Istanbul und Ankara. Krass. Hast du was gegen Türken oder was? Noch eins, noch ein einziges. Ja, nein, noch was. Okay. Der Penis der argentinischen Ruderente kann bis zu 45 cm lang werden und die Ente ist selber nur 40 cm lang. Ich stell mir das gerade vor, sofort die Galt die Ente auf und dann wird der Penis länger als die komplette Ente. Also das okay. Ist ohne Scheiß ein drittes Bein für die Ente. Okay, das war jetzt Teil 1. Oh no, krass. Okay, das war jetzt Teil 1 und Teil 2 wird demnächst kommen. Ciao Leute. Ciao Leute.